Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Jubilare und liebe Festgemeinde, ihr blickt heute auf 50, 60 oder gar 70 Jahre zurück, in Klammern natürlich dann ein bisschen länger, für die, die schon vorher dran gewesen wären, die seit eurer Konfirmation vergangen sind. Und natürlich ist vieles seither geschehen. In eurem persönlichen Leben natürlich, mit euch, durch euch oder auch von euch ausgehend. Aber natürlich ist auch ganz schön viel in der Weltgeschichte geschehen. Allein in den letzten Jahren war das alles so schnelllebig, aber viele von euch haben ja noch ganz andere Zeiten mitgemacht. Was hat sich nicht alles verändert in dieser Welt? Ein solcher Festtag gibt nun die Möglichkeit, einmal ein wenig innezuhalten, noch einmal auf bestimmte Dinge des Lebens zurückzuschauen und möglicherweise daraus auch für weitere Schritte neue Kraft und Perspektiven zu erlangen. Natürlich ist das bei so vielen verschiedenen Persönlichkeiten, wie ihr sie seid, gar nicht so einfach. Und deshalb soll uns heute ein Gegenstand dabei Hilfe bieten. Er wurde bereits in der Lesung erwähnt. Ich weiß nicht, ob er so zugehört, also es ist nicht die lautere Milch, sondern ein Stein. Steine. Bevor ich euch die dann zeige, ein paar Gedanken dazu. Steine begleiten uns ja durch unser Leben. Menschen können steinreich werden, gibt es so einen von euch? Nein, oder steinalt. Manche schwören Stein und Bein, wie man so schön sagt. Mit Steinen können wir vieles tun. Wir können damit etwas aufbauen und schützen, aber auch zerstören, ausschließen, denkt an Grenzsteine, oder sogar töten. Dabei ist immer zu bedenken, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und Steine kommen sogar in unserem Körper vor. Nierensteine, Gallensteine, Zahnstein. Fällt euch noch was ein? Was habt ihr noch? Blasensteine. Also ihr merkt, es gibt ganz schön vieles. Auch die Bibel erzählt in vielfältiger Weise von Steinen. Sie können dabei ausdrucksstarke Bilder für Beständigkeit sein, so wie etwa die 10 Gebote auf Stein gemeißelt waren. Aber sie können auch Ausdruck der Mahnung sein, wenn Gott zum Beispiel vom steinernen Herzen des Menschen spricht und damit eben unsere lieblose Seite, unsere harte Seite meint. Steine, was erzählen sie von unserem Leben? Ich habe euch heute ein paar unterschiedliche Exemplare mitgebracht und möchte euch ermutigen, mit diesen Steinen vor Augen einfach ein bisschen auch in euer Leben zurückzuschauen. Den ersten Stein, den ich mitgebracht habe, ist dieser. So, ein Klinkerstein oder ein Baustein, das ist so ein richtig heftiges Teil, mit dem man was bauen kann. Und da bin ich bei der ersten Sache in eurem Leben. Dieser Klinkerstein soll uns mal überlegen lassen, was es eigentlich Gelungenes in unserem Leben gibt. Wo haben wir was aufgebaut? Also sozusagen, wie war es in der Schule? Wie war es im Beruf? Haben wir uns vielleicht tatsächlich auch ein Haus aufgebaut? Wie haben wir das in der Familie erlebt? Wo ist uns was gelungen, was wirklich was Wunderbares ist? Eben eure Erfolge. Überlegt mal einen Moment, haltet inne und dankt Gott für die besonders schönen, gelungenen und erfolgreichen Dinge. Aufbau eures Lebens. Lasst uns einen Moment stille werden.
Habt ihr was entdeckt bei euch? Ich denke, jeder konnte sicherlich etwas finden, was ihm gut gelungen ist. Ich komme zu den nächsten Steinen. Mach's mal erstmal. Ich habe ein paar kleine mitgebracht. Schöne Exemplare. Und auch einen großen, damit man es richtig schön sehen kann. Edelsteine. Oder Halbedelsteine, je nachdem. Aber auf jeden Fall etwas Edles, Glänzendes. Und mit diesen Steinen möchte ich eure Gedanken, eure Erinnerungen sozusagen in eine andere Richtung bringen. Nämlich, dass ihr einmal überlegt, wer war Edelstein in eurem Leben? Menschen, die sozusagen ja für euch da waren, die euch geprägt haben. Vielleicht sind es die Großeltern gewesen, eure Eltern natürlich, Geschwister, also Menschen, die etwas Besonderes in euch bewirkt haben. Vielleicht denkt ihr auch an einen bestimmten Lehrer oder andere Vorbilder, an Freunde, Menschen, die euer Herz erfreut haben, die euch ermutigt haben, die an euch geglaubt haben und so kostbar wie Edelsteine für euch sind oder waren. Natürlich kann man auch an den Lebenspartner und die Kinder und Enkel denken. Kostbarkeiten in eurem Leben. Lasst uns einen Moment innehalten und Gott für diese tollen Menschen danken. Ein paar von euch haben noch die Augen geschlossen. Da kommen euch viele Menschen in den Sinn. Aber ihr dürft das auch als Anregung mitnehmen, wenn ihr dann nachher nach den Feierlichkeiten zu Hause seid, dürft ihr einfach an Gedanken nochmal diesen Themen nachgehen. Das nächste, was ich euch mitgebracht habe, sind diese Steine. Kieselsteine, richtig. Warum habe ich Kieselsteine mitgebracht? Nun, die findet man natürlich am Badesee. Aber vielleicht kennt ihr noch eine Geschichte. Ich vermute mal, jeder von euch hat die als Kind mindestens gemacht. Vielleicht sogar als Erwachsener. Man findet unter den Kieselsteinen meistens so ganz flache Steine. Kennt ihr das? Und dann, ich werfe jetzt nicht, versucht man auf dem See, dass es mindestens zweimal springt. Dreimal noch besser, vier oder fünfmal. Und dann wird man immer verrückt und sucht neue Steine und versucht. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man Steine wirft so? Man vergisst die Zeit. Es ist einfach nur schön und man genießt, dass man jetzt da an einem See ist oder am Fluss und einfach nur da ist. Und das ist für mich der nächste Punkt. Ich möchte euch auch ermutigen, heute einmal an Zeiten zu denken, in denen ihr richtig zur Ruhe gekommen seid. Es dürfen Urlaube gewesen sein, die ganz besonders waren. Zeiten vielleicht aber auch der Stille, der Besinnung, wo ihr an nichts anderes gedacht habt. Einfach mal nur ihr selbst wart. Kieselsteine am Ufer eures Lebens. Wo entspannst du am liebsten? David hat einmal im Psalm gesagt, der Herr ist mein Fels und meine Burg. Bei ihm komme ich zur Ruhe. Selbst wenn es manchmal stürmisch ist, wo entspannst du? Wo findest du Zuflucht und Ruhe für deine Seele? Lasst uns einen Moment innehalten.
Das ist der nächste Stein, den ich dabei habe. Ein Pflasterstein. Allerdings ist der aus meinem Hof. Und ihr merkt, dass er nicht mehr in meinem Hof ist, sondern der ist mir fast 2 Wochen lang zum Stolperstein geworden, weil er sich gelöst hat und immer höher ging und ich da immer drüber gefallen bin, weil ich nicht dran gedacht habe. Und es ist ja tatsächlich so, dass es ja richtig Stolpersteine auch in den Städten gibt, die eben eingepflastert sind, damit man drüber stolpert über die Namen jüdischer Menschen. Stolpersteine, Hindernisse im Leben. Bei diesem Stein möchte ich euch fragen, die Frage stellen, wo haben euch andere Menschen Hindernisse in den Weg gestellt? Euch stolpern lassen? Oder wo seid ihr für andere zum Stolperstein geworden? Hier geht es mir um Beziehungen, die man nicht so leicht klären kann im Leben. Und vielleicht gibt es noch welche, wo ihr sagt, ja, da hat mich mal jemand verletzt und hat mich stolpern lassen, hinfallen lassen. Und es fällt mir bis zum heutigen Tag schwer, aus meinem Hass und Groll herauszukommen. Aber so ein Jubiläum bietet auch die Möglichkeit, hier vor Gott zu sagen, ich will was ins Reine bringen. Ich möchte nicht weiter, dass so ein Hindernis dasteht. Und vielleicht seid ihr dann sogar für den anderen zum Grenzstein geworden, den habe ich jetzt nicht ausbuddeln können, zwischen Arzbach und Kinzenbach zum Beispiel oder an anderen Stellen. Das heißt, ihr habt eine Grenze aufgezogen und sagt, so nicht. Vielleicht bereut ihr das. Oder ihr habt die Grenze niemals überwinden können. Ich möchte euch an der Stelle mal ermutigen, dass ihr das Verletzte vor Gott bringt. Auch wenn ihr das nicht immer ändern könnt, aber dass ihr einfach Gott bittet, ja, hilf mir bei dieser schweren Sache, dass ich trotzdem sozusagen nicht aufgeben möge. Bittet Gott auch um Vergebung für das eigene Versagen. Lasst uns stille werden. Ja, Herr, gerade diesen Punkt wollen wir deiner großen Barmherzigkeit anvertrauen, dass du Heilung schenkst. Ein Wettstein oder Schleifstein? Ich habe mir gedacht, der ist so ein bisschen Zeichen für mich wenigstens, für die Schleifspuren, die ich im Leben sozusagen erhalten habe, wo ja schmerzhafte und traurige Erfahrungen da waren. Zeiten des Leidens, Zeiten, wo die Seele traurig war und nicht weiter konnte. Vielleicht musstet ihr sogar am Grabstein stehen, um auch noch diesen Stein zu nennen, und einen Menschen loslassen, der euch ganz, ganz wichtig war, wo ihr hilflos und ohnmächtig wart. Was fällt euch da besonders ein? Und was könnt ihr da auch nochmal Gott hinhalten, dass er es heilt? Ich kann an der Stelle immer nur sagen, das Leben hat auch so seine Spuren hinterlassen, seine Schleifen, und nicht nur im Gesicht, sondern einfach auch, ja, dass man weitergewachsen ist und durch viele Tiefen gehen musste. Aber so ähnlich wie bei dem Schleifstein nachher das Ding wieder besser funktioniert, was man da schleift, ist das manchmal auch bei uns so. Tiefe Erfahrungen sind schwer, aber manchmal kann man im Nachhinein sagen, sie waren gut, weil sie genauso mich dadurch haben werden lassen, wie ich jetzt bin. Ihr wisst ja, ich habe früh meine Mutter verloren und viele Dinge so auch gemacht. Und im Nachhinein kann ich sagen, dadurch, dass das schon so früh war, hat es mich auch geprägt, ganz anders mit Menschen umzugehen. Bin ich viel feinfühliger geworden. Und ich denke auch,
bei euch könnt ihr im Nachhinein sagen, wie gut, dass mich Gott da auch hindurchgetragen hat. Lasst uns auch dafür noch einen Moment der Stille uns nehmen und dass ihr nochmal einfach eure wunden Punkte auch vor Gott tragt und sagt, Herr, lege da deine heilende Hand drauf und danke, dass du mich dahin durchträgst. Für mich waren solche schweren Zeiten aber auch immer die Möglichkeit zu erfahren, dass Gott da ist. Ich sage ja gerne, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und das glaube ich, weil ich es selbst schon oft erlebt habe. Gerade wenn man Probleme hat oder Dinge, die sich nicht lösen lassen. Und ich sage auch oft, nachts ist es am schlimmsten, wenn die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Und wenn man dann weiß, da ist einer, dem ich das auch geben kann, und der nimmt das auch, dann kann es auch wieder weitergehen. Und deshalb möchte ich euch ja zu diesem Stein noch führen. Ist jetzt nur einer, es gibt ganz verschiedene. Das ist ein sogenannter Fundamentstein. Der hier ist schon schwer, die anderen waren noch schwerer. Der ist für die Terrasse zum Beispiel. Aber man legt solche Steine, um dann darauf aufzubauen. Und für mich ist in meinem Leben Jesus der Fundamentstein geworden, wo ich viele Dinge drauf aufbauen konnte, auch Schmerzliches ablegen konnte. Aber einer, der mich hält und trägt, wenn ich euch den jetzt in die Hand gebe, würdet ihr merken, wie schwer das Ding ist. Und eigentlich muss ich es hier hinlegen. Jesus wird in der Bibel Fundamentstein, Grundstein genannt, aber auch Eckstein. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Er ist der Stein, der alles hält. Der Eckstein ist ja so eine Mauer, wirklich so ein großer Eckstein, der sozusagen über die Ecke das Fundament darstellt und alles trägt. Und da glaube ich ganz fest daran, dass es einen gibt, der noch größer ist als alles, was wir in den Händen halten. Und deswegen sind wir auch hier, weil wir darauf vertrauen wollen, auch in dieser schlimmen Zeit, die wir ja gerade alle erleben, dass doch noch einer da ist, der noch größer ist, das Fundament allen Lebens. Und wenn ihr das glauben könnt, und dazu möchte ich euch heute nochmal einfach neu ermutigen, glaubt daran, dass euer Leben nicht einfach so da ist, sondern dass Gott euch einen Sinn gegeben hat, egal wie alt ihr seid. Er hat immer noch etwas mit euch vor. Und wenn ihr das glauben könnt, dann werdet ihr vielleicht zu so einem Stein. Ich wusste, dass keiner das so richtig erkennt. Doch, ihr erkennt das. Ja, einen Schamottstein. Der ist im Ofen. Und der ist für mich ein wunderbares Sinnbild. Wer sich an Gott wärmt, wer Gottes Liebe erfährt, der speichert auf einmal diese Wärme Gottes. Und kann die dann auch an andere weiterleiten? So ein Schamottstein speichert ja die Wärme durchs Feuer und gibt die dann weiter. Und das finde ich ein wunderbares Bild auch für uns Christen, dass Gott uns nicht nur sozusagen liebt und nimmt, sondern dass er uns auch ermutigt, diese Wärme und diese Liebe weiterzugeben. Ja, das wünsche ich uns. Werdet ein Schamottstein. Witziges Bild, aber das lasse ich euch jetzt noch. Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder uns andocken können, dass wir immer wieder unser Leben auf Gottes Fundament stellen können und dass wir darauf vertrauen, dass wir nicht ins Bodenlose stürzen. Und so schließe ich mich dreimal mit den Worten aus Psalm 91.
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Thank you.